So, das Not funktioniert beim Ball auch nicht richtig. Also es ist doch irgendwelche Probleme und dafür muss man auch nicht ausgelegt sein mit dem Gas. Weil alles andere ist hier natürlich immer schön in der Tüte drin und nur ganz kurz im Aufladen draußen. Irgendwie spinnt das Not ein bisschen. Aber wir wollen nochmal was anderes sagen. Also wir philosophieren hier natürlich und philosophieren ja auch hier mit den Genossen hier rum, die uns immer zuhören. Also das ist ja schon der 7. Tag, wo wir hungern müssen. Ne? Und die Behörde weiß ganz genau Bescheid, dass wir hungern. Und es wird nichts getan und gestern war nichts auf dem Konto. Und mit 7 Euro kann man sich natürlich nicht optimal ernähren. Die nächsten Tage. So, erstmal das und dann das nächste. Haben jetzt genau festgestellt, konnte man nicht verstehen, warum man nur um uns so doof tat und alle auch mitmachten. Das ist nicht so und es ist nur um uns so. Das haben wir auch schon gemerkt gehabt. Ne? Also es ist wirklich so, das hat man uns immer wieder ausgeredet. Und auch die Behörden, weil sie von Anfang an Bescheid wussten, seit 2002, haben absichtlich aufreizend mit uns nur doof getan. Obwohl uns das zum Glück gar nicht interessierte, was sie gesagt haben, weil wir hatten einfach zu viel zu denken und nachzuweisen, ne? Wenn wir hier waren. Also absichtlich hat man uns hier beschäftigt, dass wir dachten, dass wir mal hier sind. Sie haben ja gewusst, dass wir nicht hier sind. Alles im Auftrag der Russen haben dafür Drogen und Geld gekriegt. So, und absichtlich hat man uns da erniedrigt, gedemütigt und immer im Warteraum schon gefragt. Absichtlich hat man die Türen überall aufgelassen, dass jeder hörte, was unser Anliegen ist. Was immer ungewöhnlich war und was uns peinlich war, dass wir darüber reden müssen. Deshalb haben wir uns auch näher zu diesem Schritt entschieden. Absichtlich hat man uns erniedrigt. Weil man selbst nicht konnte, hat man immer mit seinem Verdienst angegeben. Und auch, dass ich nicht weiß, was sie verdienen. Besonders klug sie sind und so. Ne? Das geht überall durch. Natürlich mehr im Jobcenter und Sozialamt, weil wir da am meisten waren. Ne? Aber auch bei den Gerichten, Verwaltungsgericht, Sozialgericht, bei der Polizei. Man wusste genau Bescheid. Man hatte den Auftrag, uns nur zu reizen. Wir haben das nicht erkannt und möchte nochmal sagen, auch Sie würden doch nicht sagen, wenn mit mal aus einer Behindertenanstalt ein Dober rauskommt und so, ey, du bist aber ein ganz dummes Schwein oder so. Und Sie immer belästigt und hinterher schreit oder so, ne? Oder irgendwas anderes war. Sie wissen doch, dass die nichts können und dass sie für uns selbstverständlich Behinderungsgrad hat und bemitleidenswert sind und Menschen in Not. Deshalb fällt uns das auch schwer. Das gegen die Stasi noch Todesurteile zu verhängen, aber es ist nötig, nachdem wir wissen, was da los ist. Und es fiel mir auch schwer, Folter anzudrohen. Aber es ist wichtig, dass sie aufhören mit den DDR-Bürgern, die da so in Not sind und jeder schaut da nur zu. Ne? Also das ist hier ganz, ganz schlimm. So, und dann hat man uns natürlich eingeredet, dass man den Ausländern, dass man denn da auch abgezogen hat, also oder mit den Immigranten, möchte mich entschuldigen, ne, was denn da abgelaufen ist, ne, dass sie dann Arztrechnungen bezahlen mussten und auch kein Geld gekriegt haben oder zu wenig Kindergeld überwiesen und alles und so. Da dachten wir, das ist Show für uns, man wollte zu irgendwas reinziehen, nein, nein. Sie dachten, sie kriegen Hilfe von uns und sie haben auch oft gefragt und wir haben dann auch geholfen und gefragt. Selbst die anderen Deutschen kamen dann auch an und haben sich dann was erklären lassen von uns. Ne? Dann haben sie immer so umgestellt, dass sie nur nerven wollten. Und aber selbstverständlich sind wir so, wenn wir angesprochen werden, dann helfen wir auch wirklich uns Gegner. So, da hat man sich dann auch hingestellt im Warteraum und hat sie hemmungslos angebrüllt. So, wir haben uns nur nicht eingemischt, weil wir hatten erstmal andere Sachen zu tun. Und natürlich wollte man, dass wir uns einmischen, weil das ist das Problem, das kennt die Stasi und das hat man hier jetzt auch mitgewählt. Wir mischen uns nämlich immer ein. Ja. Jetzt wissen wir, dass nicht nur unser Charakter ist. Ne? Jetzt wissen wir, was wir sind. Tja, ich möchte auch nochmal den Kopf der Welt sagen. Man macht hier zwei Kopfs fertig. Nur weil sie so sind. Weil mit denen eben hier keiner mithalten kann. Das hat man schon 2002 aber ganz genau erkannt. Man hat dann immer erniedrigt, weil das kommt dann immer hoch, wie wir es zu DDR-Zeiten erniedrigt wurden. Ne?
Auch dort wurde ich gezwungen, Hilfsarbeiten zu machen. Und heute weiß ich, war unter Hypnose. Und dann das war so ein großer Verteiler, da habe ich auch noch ein Foto, werde ich nochmal hochladen, auch mal für junge Menschen, gute alte DDR. Da habe ich den ganzen Verteiler 1 erstmal sauber gemacht. Da war so dick Erdöl drauf durch diese ganzen Undichtigkeiten und dass sie immer die Schieber zugelassen haben und nicht richtig entspannt haben. Dann kamen oben immer die Schieberköpfe und dann presste das blanke Erdöl, lief dann da immer so raus. Da waren wohl ungefähr an den größten Stellen etwa 10 cm oder 3 Zoll dick das blanke Öl. Als ich da einmal unten rumgucken wollte, war ich weg und meine Stiefel habe ich verloren. War ich barfuß. Dann musste ich vielleicht meine Strümpfe ausziehen, damit das Erdöl nicht so in der Haut geht. Dann bin ich barfuß weitergegangen, als ich mir das erste Mal angeguckt habe. Ich habe im August da angefangen. Im August 1983 dann hatte ich. Und so, und dann habe ich mir überlegt, dass ich das auch reinigen will. So, und dann hatte ich da angefangen, dann haben sie mir das ganze Ding aufgeholzt. Obwohl doch andere Schichten da etwas hätten reinigen müssen. Dann habe ich da 200 Liter Fass nach dem anderen mit Laval und Waschbenzin ausgekippt und erstmal aufgeweicht. Und das dann einfach mit so einem, im Prinzip mit einem Griff, wie so ein Spachtel, habe ich dann erstmal abgespachtelt. Ich habe da 14 Tage nur daran gearbeitet. Und dann sah es mir so richtig schön sauber aus. Aber so eine Arbeiten haben sie mich dann absichtlich machen lassen, wenn ich dann mal da war. Weil man wollte mich nur erniedrigen. Man war schlau, man wollte mich erniedrigen. Man hat mir in dem Tanklager auch Unterlagen weggenommen, dass ich selber handel, nach meinem Verstand. Weil man das alles nicht wusste. Man konnte keine Leitungswege nicht stellen. Dafür kam ich denn, kann mich erinnern, was stellen sollte, was noch nie gestellt worden war. Also wir haben beispielsweise die Dieselpumpe, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie das heißt, aber Vorpumpstation, wollte man mit mal wieder Erdöl rüberpumpen, weil die Dieselpumpe nicht ganz so stark war. So, ich habe den Leitungsweg gestellt. Heute weiß ich, dass ich nur dafür eine Stunde da war und irgendwo anders gearbeitet habe in der Zeit. Keiner konnte das. Alle Unterlagen wurden mir weggenommen. Ich wusste nie, dass das genau Pläne gab und Hefte, wie man alles genau ausführt. Dass sie also bloß immer lesen müssen, erstens, zweitens, drittens, viertens. So, und da haben welche ihre Doktorarbeiten drüber geschrieben. Also total lächerlich. Das wäre noch nicht mal eine Ingenieursarbeit gewesen. Oder eine Meisterarbeit, ne? Das wäre eine Facharbeiterprüfung gewesen. Nichts anderes. So, und so, ja, dann braucht sich mir nicht wundern, dass ich da weiter keine Auskunft gekriegt habe und so. Also gute alte DDR. So, das erleben wir da schon und man hat genau in diese Kerbe hier weitergemacht. Immer erniedrigend und wir haben doch nichts, wir sollen doch endlich stillhalten. Und das kann nicht sein, dass sie Immobilien haben. Das kann gar nicht sein. So, das erste Mal waren sie total bezeichnet, wie ich gesagt habe, wer ich bin. So, und auch jetzt ist es so, wir kriegen keine Angebote, dass wir endlich Namen annehmen können. Wir existieren offiziell gar nicht. Das muss man sich mal überlegen. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Trotzdem verbietet man uns, unseren Namen anzunehmen. So, und heute, wir nehmen das auch ständig auf, machen dann ganz Kaffee leer, damit wir nicht zum Schlafen kommen. Aber wir müssen endlich mal schlafen. Man macht hier ständig aufwärts total leer. Ne? Man hat so richtig Spaß dran. Sie haben das eben auch wieder gehört. Ne? Hier nur kurz, jetzt wird wieder ausgemacht. Ne? Diese Regel. Das geht auch weiter mit zu den Regeln. Können wir nicht alles aufnehmen, haben nicht genug Speicherplatz. So, ich möchte mal unterbrechen.